Servus, Salve und Hallo. Ich bin mal wieder da. Heute ist Sonntag, der 1. September. Wie gesagt, ich hatte es ja nicht gemacht, weil ich war laufend unterwegs. Das wird mich im September die ganze Zeit begleiten. Ich bin auch Anfang Oktober, bin ich mal wieder bei NTV. Und damit fange ich jetzt gleich an. Schaut euch bitte mal diesen Film an. Das ist der Patrick Kesselhut und das ist, ich glaube, er heißt Wolf. Die Idee von dem Ding ist Rezession, ja oder nein. Ich finde ihn sehr interessant, den Film. Also er hier bringt es sehr schön rüber, so dass man das versteht, was eigentlich momentan in Amerika so abgeht. Mit Patrick bin ich am 2. Oktober bei NTV. Also das nur mal so als Hinweis, schaut euch das ruhig mal an, das ist wirklich hochinteressant. Ihr findet das über Börse und dann Mediathek, Sendungen, NTV-Zertifikate. Da wird es gebracht. Das ist das eine. Das fange ich mal langsam an hier mit dem DAX und zwar auf Monatssicht. Erstens, das hier ist kein Hammer, auch wenn er als solcher aussieht. Ich beurteile nicht den Hammer, weil ein Hammer sollte ein Solitär sein. Das heißt, das Köpfchen hier unten und die Lunte hier unten wäre ein Hammer. Aber das hier ist kein Hammer, weil er zu nah dran ist an dem momentanen Preisgefüge, sagen wir es mal so, seit ein paar Monaten, ja, seit Ende 2023. Deswegen ist kein Hammer, unabhängig davon. Wir sind auf einem All-Time-High, wir schließen auf einem Monats-All-Time-High. Das ist schon gigantisch. Wenn ich, sagen wir mal, so eine Woche weg bin, dann spreche ich relativ schnell mit den fünf, sechs Leuten, zu denen ich Vertrauen habe, die den Markt ähnlich beobachten wie ich. Davon ist keiner mehr long. Manche waren long, also von den sechs Leuten waren zwei long, waren so eine gewisse Zeit lang, oben hoch bis zur 18.800. Aber die sind jetzt auch nicht mehr dabei. Das ist eine Hosse mit Angst. Da komme ich aber gleich im Tageschart nochmal drauf. Eine Hosse mit Angst ist eine ziemlich blöde Geschichte. Egal wie. Das hier ist für mich kein Hammer. Nichtsdestotrotz, nochmal erwähnt, wir haben sie schließen hier auf All-Time-High auf Monatssicht. Es gibt hier nirgendwo ein Verkaufssignal. Auch das, was sich hier so getan hat, lang, kurz, kurz, wurde sofort wieder negiert. Stochastik gilt als überkauft. Nirgendwo irgendwie eine Schwäche. Es gibt den Ausdruck des Wahlzykluses und der hört auf ungefähr am Verfallstermin am dritten Freitag im September. Das schon mal gesagt. Hier ist die Woche und die sieht noch super aus. Hier von der Technik. Das gilt zwar als überkauft, aber das kann auch sowas hier werden. Und da ging es monatelang. Seitwärts, recht, also von der Technik her seitwärts vom Markt hoch. Wir galten das überkauft hier. Ja, das war bei 16.042 und das ging bis, hier drauf schauen, bis zum Verkaufssignal da bei 18.562. Da ist nichts, nichts Negatives. Ich muss das einfach konzidieren. Jetzt kann man sagen, okay, vier Kerzen in Folge auf Wochensicht ist viel, ja. Aber das reicht nicht aus zu sagen, okay, jetzt machen wir hier einen Taucher. Das ist nicht der Fall. So, und jetzt kommen wir mal in den Tag. Dazu vorab Folgendes. Wir haben am dritten Freitag im September haben wir großen Verfalltermin. Das hier sind die Basispreise der Eurex-Optionen. Und da ist auffallend, so 18.800 sind bei 5.000, 6.000 Kontrakte bei 18.700 und 7.200 bei 18.600. Die größte Zahl bewegt sich an Open Interest, an offenen Kontrakten bei 11.021. Ich selbst gebe da nicht so viel drauf. Ich lese das immer wieder, oh, da sind die größten Kontraktanzahlen, die größte Open Interest, da müssen wir hingehen. Die Eurex, ich sage das nochmal, macht nur 15% dessen aus, was wir in Deutschland an Derivatemarkt haben. Optionsscheine, K.O.-Scheine, Mini-Futures, what the fuck ever, ist viel, viel größer als das, was wir hier haben. Dennoch, was ich gerne mache, ich schaue mir das an, wo sind denn die größeren Positionen? Einfach nur jetzt so 3 Wochen vorher, um zu schauen, wie sich das verändert. Ich kann mir vorstellen, dass der Bereich um 18.100 erheblich gewinnen wird. Ich glaube nicht, dass hier viele Optionen noch aufgemacht werden. Das sind die Calls. Ja. Und hier sind die Puts. Und da ist das größte Volumen bei,
Hier bei 9.840 Stück momentan bei 19.000. Der Rest ist gar nicht so viel. Was ich damit sagen will, ist, ich kann mir sehr gut, ich erwarte eigentlich, dass der Markt nochmal über die 19.000 drüber geht. Nochmal ein paar Shorts einschwenkt, im Sinne von die Klatschstellen stellen muss. Und dass wir dann in den Bereich 19.150, 19.300 durchaus gehen können. Und das kann schnell gehen. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Ich bin ja selbst Short. Ja, ich bin Short irgendwo hier von 18.000 habe ich angefangen. Und bei 18.750 habe ich nochmal ein paar draufgelegt. Ich bin eigentlich Short über normale Optionsscheine. Die Volatilität im Index ist aufgrund der einseitigen Bewegung natürlich gefallen. Die ist, glaube ich, bei momentan für die impliziten Volatilitäten bei 14,8. Aber ich kann mich daran erinnern an die erste Wahl vom Trump. Da ging die also relativ schnell von um die 15 rum hoch, noch vor der Wahl, hoch auf 22 und während der Wahl, während dieser ganzen Geschichte, hoch auf 30. Ich rechne mit den normalen Optionsscheinen, die ich habe, das sind 18.000er Puts, rechne ich damit, dass die Volatilität implizit auf den Schein von 16% irgendwo hochgeht auf 26, 27. Und dadurch werden die Optionen auch wieder teurer. Ich habe so viele Optionen im Moment genommen, dass ich alle meine Sparfonds, die Sparpläne, dass ich das abgesichert habe. Bin aber bereit und jederzeit in der Lage, diese Position noch zu verdoppeln. Aber ich habe kein Verkaufssignal. Jetzt kann man sagen, das hier ist ein Shootingstar. Ist es auch. Überhaupt keine Frage. Aber von hier gibt es kein Verkaufssignal. Von hier gibt es noch keins. Von daher rechne ich damit, dass wir durchaus noch mal ein paar Shorts squeezen, quetschen, auslaufen lassen können im Bereich von über 19.000. Das ist nicht viel. Das sind ja nur, der Schlusskurs war irgendwie 18.907 oder so, aber der Schlusskurs um 10 Uhr war bei 18.965. Also deswegen, man muss noch ein bisschen warten mit den Puts. Ja, das hat einfach keinen Sinn. Da muss man schauen, wie sich das entwickelt. Das kann sowas hier werden, dass hier nochmal so eine Art Shooting Star, in diesem Fall ein Inverted Umbrella Doji kommt. Aber es ist zu früh. Ihr werdet es auch gleich sehen an den Scheinen, die ich da rausgesucht habe. Die sind aber sehr heftig. Also vom Markt her selbst. Ich habe kein Verkaufssignal, weder auf Monatssicht, noch auf Wochensicht, noch auf Tagessicht. Es ist alles zu früh. Ein Markt, der so steigt, fällt nicht sofort wieder so runter. Das tut er nicht. Auffallend ist, dass es wenige Sektoren sind, die steigen. Die Autos sind nicht dabei, die Pharma ist nicht dabei, die Banken sind nicht wirklich dabei, die halten sich ganz gut, aber eine eventuelle Zinssenkung sollte die eher ein bisschen drücken oder zumindest nach oben limitieren. Was habe ich gesagt? Autos, Versorger, Banken ist nicht, Pharma ist nicht. Und das sind hier relativ wenig Werte, aber die schweren SAP, Siemens, Münchner Rück, Allianz, die hier steigen momentan, die treiben den Markt hoch. Ich habe nicht den Eindruck, dass es sich um eine breit gefächerte, nennen wir es mal Buyer Stampede handelt, sondern vielmehr um, dass der Future steigt und der zieht dann ein paar Aktien nach, aber eben nicht die Autos, die Pharma, die Versorger, sondern halt die paar sehr schweren Werte, SAP, Siemens etc. Und die allein, die können den Markt erheblich beeinflussen. Ich finde diese Bewegung hier imposant. Bis hierhin, wie gesagt, habe ich gerechnet. Ich liege schief, gebe ich zu, kein Problem. Aber wir hatten hier, das war im November letzten Jahres, hatten wir auch so eine Bewegung, die ist sogar noch 400 Punkte höher gegangen. Einfach hoch. Und dann schaut euch jetzt hier die Stochastik an. Die Gegenbewegung, die Reaktion auf diesen fetten Anstieg war minimal. Das ging mit Mühe und Not bis zum 23er Fibo Retracement. Und dann mit Überbieten von diesen Punkten, und es hat Wochen gedauert, ging es dementsprechend weiter. Ich möchte diese Situation momentan damit durchaus vergleichen. Auffallend ist, dass die Bänder insgesamt sehr breit sind und das untere die Richtung ändert. Also gebe ich dem jetzt vielleicht noch von der 18.965, die wir haben, nochmal seine 200 Punkte, soll die Shorts holen, ist in Ordnung, aber dann wird eine Korrektur kommen, die ich sehe im Bereich der 20-Tage-Linie. Die steigt aber heftig. Diese ganze Bewegung ist raus und jetzt fällt hier jeden Tag einer von den tiefen Kursen fällt weg. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die relativ schnell und stark ansteigt.
Also grundsätzlich darf man sich noch nicht gegen diesen Markt stellen. Ich mit meiner Position mit den normalen Optionsscheinen liege schief, werde die aber, bin jederzeit bereit, die zu verdoppeln, aber es ist noch nicht so weit. Muss man einfach ein bisschen warten, Geduld. Von den Einzelwerten bin ich momentan, jetzt war ich die ganze Zeit weg, habe ein bisschen drauf geschaut, aber noch nicht so viel, bin ich momentan noch nicht so überzeugt, was ich da machen soll. Muss ich mir erst noch mal in Ruhe anschauen. Habe ich keine echte Meinung. Die Sparpläne sind abgesichert auf diesem Niveau, also schon ein bisschen tiefer abgesichert. Selbst wenn wir jetzt deutlicher fallen, passiert da gar nichts. Jetzt zeige ich euch mal die Scheine, die ich ausgesucht habe. Da wird wahrscheinlich ein Staunen durch die Menge gehen. Relativ simpel, 21er Hebel, 18.067. Ja, wenn einer der Meinung ist, wir machen die 18 oder die 19.300, kann man den nehmen oder auch einen Hebel von 12. Das ist hier die 17.761. Von dem Putz habe ich einen, der ist relativ weit weg, 19.793. Da sind wir also hier oberhalb des Charts, irgendwo hier oben. Und dann habe ich den reingenommen, 19.220. Das ist ein 64er Hebel. Oh mein Gott, der Schlegel spinnt. Aber der ist nur dafür gedacht, nur und ausschließlich dafür gedacht, wenn wir sowas hier haben, das heißt, wir machen sowas wie eine 19.200, 19.250, aber schließen dann in der Nähe der Tageseröffnung. Nur für sowas. Sonst nicht. Mal gucken, ob ich das auf der 4-Stunden-Ebene ein bisschen besser darstellen kann. Es gibt hier eine Unterstützung. Das ist 18.332. Das ist viel zu weit weg momentan. Also wenn wir die sehen, dann wird die Stunde hier schon, oder die 4 Stunden deutlich abgesoffen sein. Sehe ich also das momentan nicht. Das ist wirklich nur für den Fall, dieser heftige Schein hier ist nur für den Fall, die 19.220, wenn wir wirklich schnell hochgehen, die Shorts reißen und dann absaufen und dann da schließen. Aber wenn ich das hier sehe, hier war fast überall, bis auf diesen Tag hier, war der Höchstkurs bzw. der Schlusskurs immer höher als am vorangegangenen Tag. Nur, dass es sich nicht um eine große Bewegung handelt für alle Aktien, dass die gesamte Börse steigt, sondern dass es halt einfach nur wenige Aktien sind und da auch die Schwergewichte. Das wird nicht einfach. Haltet den Verfalltermin ein bisschen im Blick. Ich glaube nicht, dass wir nennenswert hochgehen, vielleicht noch diese 2%, das können wir gerne machen. Ich kann hier oben auf dem Level nichts mehr kaufen. Ich mache es nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.